So, bin im Hof. Ich werde jetzt sattel jetzt um. Wobei ich könnte vielleicht auch mit dem Fiaks erfahren. Ne? Auf jeden Fall sattel ich um jetzt. Da hängt der Dreiecks drauf, lad den nächsten 566, der nächsten Radlader. Und er geht dann rüber nach Börsborn. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Auf jeden Fall, wo ich den Radlader durch diesen Waldweg quasi da hochgefahren habe. Da muss ich jetzt wieder hin. Aber diesmal werde ich nicht so ein Experiment machen. Ich bleibe einfach auf der Straße stehen, lade das Ding ab, fahre den hin und laufe dann halt wieder vor.
weiß es nicht. Ich habe heute irgendwie, greife ich immer in die Klo irgendwie. Gut, bei dem hier geht es jetzt der Feld 80, 81 km/h. Und der A6, kurz nach Kaiserslautern, hatte ich einen Tankzug vorne dran, der ist nur mit 76, 77 km/h gefahren. Ja, obwohl er kein Gefahrgut geladen hatte oder sowas, hatte er zumindest keine Gefahrgutschilder auf. Einfach, mein Gott, ich schreibe niemandem vor, wie er zu fahren hat oder so. Ja, aber ich finde es. Es nervt halt einfach. Es nervt, wenn du jemandem. Na, du kannst kein Tempomat einstellen oder so. Ja, du musst ständig. Stellt euren Tempomat ein, fahrt 80 und alles ist gut. Naja. Sorry, die Wasserflaschen quietschen schon wieder. So, fahr jetzt hier klar Münchweiler von der Autobahn runter. Jetzt geht's gleich wieder los ins gelobte Land. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch dahin reinfahre. Ich denke eher nicht. Ist ja ein Radlader, ja, der hat ja. Mit dem kann ich ja fahren auf die Straße. So, jetzt ist gleich der Ausbau beendet. Nochmal den Rabbeler hier mit wenigstens einer weg. So, das war's mit dem Straßenausbau. Langsam machen. Danke. Danke. Geht mal noch die Sonne in die Fräse, ja. Ich blink doch da hinten dran, oder? Also wirklich, wirklich. Ich blink für links und da muss. Ohne Warte. Geradeaus trotz bleibst du jetzt hinten dran. Ohne Worte. So. Jetzt kommt der schönste Abschnitt.
natürlich kommt alles mit Autos entgegen. Danke. Ortschaft sind wir da. Traktur. Hoffentlich ein schöner Breite. Von dem Radlader oder die Höhe oder das Gewicht oder so, das ist alles gar kein Thema. Thema ist die Breite der Straße. Ja, warum? Einfach mit dem Riesenvieh, das halt auch noch überbreit ist, dahin hinfahren. Das ist halt das, was ich vor Augen. Seltsam. Bremst mir zu stark, wenn ich vom Gas gehe. So. Schlimmste haben wir. Schlimmste haben wir geschafft. Überholen wollte, der halt gerade geguckt hat, ob er vorbeifahren kann, obwohl ich links geblinkt hatte. Der steht jetzt gerade und nimmt den Jungen da mit. So, geht's ja noch die Bergrunde. Danke.
vorne, wo der Bagger steht, glaube ich. Ist das ein Bagger? Oder da, wo man das Auto gerade fahren sieht. Da geht's links rein. Vielleicht bleibe ich hier. Schon der Platz. Wenn ich da stehen bleiben könnte, wäre das Gattings, ne? Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Das wird ein Privatplatz sein. Ich weiß nicht, ob ich gucken gehen soll. Jetzt kann ich vorbeifahren. Blöd Hammelgesicht. Sorry. Stell mich da auf die linke Seite, stell mich in die Bushaltestelle rein. Dann ist es halt so. Lad hier ab. Gucken, vielleicht kann ich hier auch drehen. Zurück. Fahr weiter zurück. Gucken, wo ich meinen LKW hinstelle dann. Reicht das? Ne, das reicht ja mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier reinfahren soll. War letzte Mal schon Wählerei. Oder ob ich wieder hochfahren soll. Laufen muss ich eh der halbe Weg. Also von dem her. Wir kommen so hier durchgeballert. Lauf mal kurz daneben rein. Gucken mal, ob ich da mit dem Radlader überhaupt durchkomme. Ob auf der Hauptstraße stehen bleiben. Augenblick. Komm nicht mal mit dem Radlader solo. Da stehen so viele Autos. So. Gucken, wenn ich hier wieder rauskomme. Probiere es noch mal oben. Ich letzte Mal geladen hatte. Ich war so happy, dass der Krempel hier fertig ist. Ne? Hier einfach stehen bleiben. Alles zu, ne? War nicht der Sinn der Sache. Da über im Weg hatte ich letzte Mal gedreht. Ja, was machst du dann jetzt? Beziehungsweise hier habe ich gedreht. Das mache ich jetzt auch so. Fahr einfach wieder vorwärts da rein. Sorry.
Gunst der Stunde nutzen, dass keiner kommt. Da hinten die Straße sehe ich. Rückwärts rein, die Wiese wäre ja gefroren. Ne? Alter, warum lenkst du nicht? Lenkte. Danke. Eigentlich darfst du das niemandem erzählen hier, oder? Radlader hier rum gondele. So, hier dran dürfte nichts stehen. Ich weiß darüber nur, ob ich irgendwo mal Hupen höre. Nee. Ich fahr doch wieder ein. Was soll das? Gerade so weit, dass ich mit meinem Heck von der Straße bin. Dann hänge ich ab, fahre den Radlader wieder nebe rein in die Wiese, häng wieder zusammen. Und fahre den Radlader per Achse runter. On. Strommasten wollen ja nicht die Ortschaft hier lahmlegen. Passt. Sorry fürs Nerven. Noch meine Radladerspuren, wo ich den Radlader geholt habe letztes Jahr. Und ich war so happy, dass der Mist hier fertig ist. Fährt gerade Bus vorbei, Glück gehabt.
Moment. So. Der Radlader hier ist ein paar Jahre älter. Wieder vorhin. Ach ja. Schauen wir mal. Kommt dieses Tor offen. Nur, dass hier kein Bagger mehr her muss. Oder wenn ein Bagger, dann ein, wenigstens ein Mobilbagger. Mädels. Ich tue euch nichts. Ja, der Zaun ist. Ofen, so wie es aussieht. Also nicht Ofen, ist kein Schloss dran oder so. Ganz ruhig. Er geht in die falsche Richtung. Nein. Bleib. Geht in die andere Richtung. Oh, ich muss da jetzt vorbei. Soll ich euch mitnehmen? Ich dachte, ihr hättet Schieß. Der Ball wollte nur mit. Nicht füttern und anfassen, okay. Ach ja. Ist wirklich, dass hier alles momentan Stein und Bein gefroren ist. Es ist wirklich einzig Gute hier dran. So, ich gehe schnell raus, mache den Schrottzaun hier weg. Okay. So, weiter geht's. Ja.
nicht, was der Radlader hier noch soll. Ich einfach wieder hier. Wird schon falsch sein. Ja gut, ne? Egal, ich lauf wieder hoch. So. Ich will noch wieder gut rauskommen und dann alles im Gute. Sorry, ich muss gleich dran und hier anmachen. Vielleicht noch mal das nächste Gut an. Es ist Donnerstagmorgen. Heute Morgen lade ich einen 14 Kompakt mit einem Sortiergreifer. Uiuiui. Uiuiui. Och, da komme ich ja nirgendwo hin. Einem Sortiergreifer. Ich kann mal gucken, wie ich da am talentfreisten fahre. Ah doch, okay. Also von der Autobahn richtig Decke drüber nach Alsei. Auf der Hauptstraße abladen müssen, Grundschule. Und das ist natürlich wieder Sackgasse, ne? Dann kommt schon wieder. Hängerzug wird da geil.
ein Hängezug wäre da geil, der wäre da richtig geil. Da ist ein Wendehammer, da kommst du gar nicht raus. Also müsste man hier an die Grundschule. Müsste man rein. Die Möpse hat auch immer angezeigt, ob Einbahnstraße oder nicht. Ne? Hier ist eine Ampel. Gut, laden wir mal auf und dann.
ich ja gerade ziemlich voll. Okay. Ich gehe jetzt hier eine Straße vorne dran, ich muss jetzt hier rechts hoch irgendwie. Das sollte gehen normalerweise. So. Wir gehen es gar nicht erst vorwärts, wir fahren rückwärts. Bisschen geladen hier. Ich hoffe, es hält so lange. Und die Speicherkarte macht noch so lange mit. Jetzt drehen wir hier schnell. Hoffen, dass es geht. Muss ja ganz Sinn machen, ne? Vorwärts. Ja, wäre glaube ich ein bisschen stramm. Alles so sollte das reichen normalerweise. Thank you.
Geht. Geht. Auch bei dir, Mann, draußen geht. Okay. Danke, Menes. Zurück. Danke. Schönen Tag. Ciao. Ja, Speicherkarte ist ja immer noch leer. Die Kamera hin habe ich gerade angemacht, aber habe, wie gesagt, vergessen die Speicherkarte. Habe ich noch nicht getauscht. Ich fahre jetzt hoch nach Sembach, lade den 934. Ja, ich habe die Dreieckse dran. Wird wieder ein paar Gramm drüber sein, denke ich. Aber der geht nur nach Hause in die Werkstatt. So, also 36,5 steht drauf, Einsatzgewicht. Dann ist da noch ein, von den 36,5 kann ich noch ein 2 Tonnen Level abziehen oder so. Aber gut, bei, also ich gehe mal davon aus, wenn das stimmt, ja, so wie ich das einschätze, geht es bei guten. 35 und 36, 35,5 und 36 Tonnen wird er liegen. So gut, und er läuft an. Hat zwar ein bisschen gebraucht, aber er läuft. Machen wir schnell, schmeißen wir schnell drauf. Kettchen noch raushole. Thank you.
ja gerade voll in Akku leer. Ich habe Kabel noch dran hängen, ich habe geladen. Ah, das habe ich jetzt immer noch. Ich habe, als der Reifen an der Mittelachse platt war, habe ich das Gewicht verändert. Hine an der habe ich auf diese Achse, wo der Reifen platt war, habe ich weniger Gewicht drauf gegeben wie auf diese Achse hier. Aber passt. Ich nehme an, der Tieflader wird ja 38,7. Okay, das ist halt ein paar Gramm zu viel. Wobei ich stehe jetzt auch nicht gerade, ne? Sorry. Aber es fühlt sich wesentlich leichter an, wie es ist. Stehen bleiben, wenn ich jetzt gerade stehe. Ah, steht jetzt wieder nicht wirklich gerade. Ne? Jetzt zeigt er 36, okay, steigend. 36,1. Auf jeden Fall, egal wie, ich bin ein paar Gramm drüber. Technisch nicht, sondern nur das, was in meinen Genehmigungen steht. Technisch kann ich glaube pro Achse knapp 16 Tonnen. Was wir auf Kurzstrecken auch schon gemacht haben, ja, also da haben schon nochmal auf die eine Seite der Straße, auf die andere Seite stand schon mal eine KMC drauf. Ja, also alles kein Thema. Hebt er. Jo, dann fahren wir jetzt nach Hause, laden den ab. Der geht hoch in die Werkstatt. Und dann gucken wir mal, was es noch gibt. Es ist gleich 11. Gleich 11 Uhr. Ich leer habe, vielleicht lade ich noch vor für morgen. Heute ist dann Rombo. Der dann auch fertig morgen, vielleicht kann der dann zurück nach Landstuhl. Gleich. Pro Aufnahme stoppen.